Schlagt auf mit mir zum Beginn zum Epheserbrief und Kapitel 3. Epheserbrief Kapitel 3. Mein Thema heute Morgen heißt die Gemeinde Gottes Familie. Die Gemeinde Gottes Familie. Ich werde natürlich, weil das so ein bisschen das Thema heute Morgen ist, ein bisschen aufgreifen. Nebst dem, dass der erste Sonntag im November auch der Reformationssonntag ist, ja. Reformationssonntag. Und manchmal braucht man auch ein bisschen eine Reformation, was Verständnis von Gemeinde auch angeht. Ist auch wichtig. Und hier im Epheserbrief Kapitel 3 möchte ich hier nur so ein bisschen den Anfang nehmen. Hier, es heißt ab Vers 14, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Von dem jede Vaterschaft. Andere Übersetzungen sagen es so, von dem die ganze Familie in den Himmel und auf Erden benannt wird. Die ganze Familie. Wir müssen verstehen, dass Gemeinde ist Familie für Gott. Es ist mehr als einfach irgendwo eine Zusammenrufung von Leuten, die zu einem Vereinstreffen kommen. Es ist Familie. Als Gott den Menschen schuf im Garten Eden, er schuf Adam und Eva und sagte ihnen, mehret euch. Gott wollte Familie haben. Gott wollte Leute haben, die sich umeinander kümmern, die füreinander auch da sind. Und das ist, was Gemeinde sein soll. In Matthäus in Kapitel 16 hat Jesus nämlich eine Aussage gemacht. Eine der wenigen Aussagen, weil die Gemeinde zu der Zeit noch nicht erkannt wurde, dass es eine 2000 Jahre Zeit geben wird, nachdem Jesus am Kreuz stirbt, bis er wiederkommt, um sein Reich aufzustellen, das tausendjährige Reich. Wir sind in dieser Zeit der Gnadenzeitalter, wie man sie so nennt. Und in dieser Zeit, diesem Zeitalter, hat man nicht so erkannt, und deswegen hat Jesus sehr wenig über die Gemeinde eigentlich gesprochen in den Evangelien. Weil als Jesus den Jüngern begegnet ist nach seiner Auferstehung, haben die Jünger als erstes gefragt, ja Herr, gibst du in dieser Zeit Israel die Königsherrschaft wieder? Und Jesus sagte, nein, es ist nicht eure Sache zu verstehen, die Zeiten, die Gott in seiner eigenen Macht gesetzt hat, aber ihr werdet meine Zeugen sein, Jerusalem, Judäa, Samaria, bis ins Ende der Erde, und ihr werdet angetan werden mit Kraft aus der Höhe. Also das war die Aufgabe, und wir stehen in dieser Zeit jetzt, fast 2000 Jahren sind es jetzt, wo man wartet, bis Jesus wiederkommt. Aber was tun wir in dieser Zeit? Oder warum warten wir? Was macht der Herr in dieser Zeit? Und Matthäus Kapitel 16 sagt der Herr eben hier, als er seine Jünger fragt, wer sie sagen, wer der Herr sei. In Vers 16 heißt es, Simon Petrus antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortet und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Hat eine übernatürliche Offenbarung gekriegt. Von Gott dem Vater, direkt aus dem Himmel. Mein Lieber, weißt du, dass Gott dir auch Offenbarungen geben will? Amen. Nicht nur, dass du mir zuhörst, sondern mittendrin, auch währenddem ich am Reden bin, ja, dass Gott dir was offenbaren kann in deinem Herzen, dir was aufzeigen kann. Und als Jesus seine Jünger fragt, ja, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann heißt es in Vers 18, aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Vaters Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmel gelöst sein. Denn gebot er den Jüngern, dass sie niemand sagten, dass er der Christus sei. Was sagt Jesus zu Petrus? Er sagt, du bist Petrus und auf diesem Felsen, bitte versteht, Jesus baut nicht seine Gemeinde auf Petrus, sondern der Name Petrus, den Jesus ihm ja gegeben hat, eigentlich hieß er ja Simon. Aber Jesus sagte, ich werde dir Petrus nennen. Petrus heißt Stein.
Und er sagt ihm, du bist Petrus, oder ich habe dich Petrus genannt, aber auf diesem Felsen, welchen Felsen? Das, was Petrus gerade gesagt hat. Also er macht so ein Spiel mit seinem Namen. Du heißt zwar Stein, aber auf diesem Felsen, was du gerade gesagt hast, dass ich der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes bin, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Was baut Jesus? Er baut eine Gemeinde. Das Wort Gemeinde ist ein griechisches Wort, das heißt Ekklesia. Besteht aus zwei Wörtern, Ek oder und Kaleo, das heißt dazurufen oder herausgerufen. Gott ruft eine neue Gruppe von Menschen zusammen, die er Gemeinde nennt. Nun, es ist nicht einmal ein Verein. Wisst ihr, was ein Verein ist? Ein Verein ist, man hat irgendwo Interesse, gleiche Interessen. Ja? Man liebt Kaninchen und darum gehört man zum Hüngerli-Verein. Ja? Man schaut den Hüngerli nach und dort sie füttern und dort schauen und man hat einfach gerne die Kaninchen. Ja? Aber es kann ja sein, irgendwann einmal, dass Kaninchen nicht mehr so magst. Ja, meine Frau und ich, wir haben auch ein Zwergkaninchen mal gehabt zu Hause. Wir haben allerlei verschiedene Tiere schon gehabt. Alles von Fischen zu Hamstern zu was weiß ich. Na, wir hatten auch mal ein Kaninchen, Zwergkaninchen, Zwerghase, ja. Aber der hat die sämtlichen Kabel von unserem Nintendo durchgebissen. Wir konnten nicht mehr spielen. Da war es zu Ende. Ja, wir hätten uns gerne im Kaninchenclub angeschlossen, aber so weit kam es nie. Und so haben wir unseren Kaninchen verschenkt, ja. Haben sie jemanden verschenkt und der hat's dann ein bisschen gemästet und dann gegessen. Ja. Hab's erst im Nachhinein erfahren. Hab's den Kindern aber nie gesagt. War aber nur ein Essen für einen Zwerg, weil es war ja nur ein Zwergessen, ein Zwerghase. Auf jeden Fall, Gemeinde ist mehr als einfach ein Verein, irgendwo ein gleiche Interessen haben. Gemeinde ist Familie. Das sieht man auch am Anfang, als Gott Adam und Eva schuf, wie er mit ihnen unterwegs war, Gemeinschaft mit ihnen haben wollte. Und sagte, sie sollen eine Familie gründen. Und dann nach der Familie kam dann auch Abraham. Und wie er Abraham berufen hat, hat gesagt, ich werde dein Gott sein, werde mit dir unterwegs sein. Und aus ihm ist dann Israel, eine ganze Nation entstanden. Und Gott ist mit der Nation gewandelt, wie sie miteinander umhergegangen sind. Also es hat immer etwas zu tun mit ein Miteinander. Hat nicht Jesus auch die Gemeinde dadurch auch gegründet, indem er sagte, beim Abendmahltisch, das ist mein Leib, das für euch gebrochen wird. Das Abendmahl, was ist es? Es wird oftmals Tisch des Herrn genannt. In anderen Worten, man sitzt an einem Tisch. Nicht jeder sitzt für sich alleine irgendwo in der Ecke. Und so, wenn wir hier gehen zur Apostelgeschichte Kapitel 20 und lesen, wie Paulus über die Gemeinde hier spricht, dass wir einmal verstehen, Gemeinde ist Familie. Und in der Familie ist es ja nicht immer einfach. Wer hat schwierige Familienmitglieder, braucht seine Hand nicht aufzuheben. Weil vielleicht sind sie da. Will dich nicht in Schwierigkeiten bringen. Aber ich glaube, jeder hat so seine schwierigen Familienmitglieder. Ja? Wo man einfach sich die Haare fast ausreißt. Deswegen, ihr seht ja, wie wenig ich jetzt habe. Tja, es kommt alles zurück. Wenn Jesus zurückkehrt, Halleluja, kommt alles wieder zurück. Ja, Apostelgeschichte 20. Paulus macht folgende Aussagen, wir haben es ja ein bisschen früher im Gottesdienst auch schon gelesen. Er sagt hier, Vers 28, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Bitte merkt, was hat er sich erworben mit dem Blut des Sohnes Jesus? Die Gemeinde. Er redet von der Gemeinde, nicht einfach nur von dem Einzelnen. Wisst ihr, heutzutage gibt es viele Leute, die einfach, ja, sie haben, leben so ein Einzelgängertum als Christ. Ja, Jesus ist mein Pastor. Nein, vergiss es, der Heilige Geist setzt Aufseher. Jesus baut seine Gemeinde. Das heißt, wir haben ihm nicht zu sagen, wie er sie bauen soll. Deswegen ist es wichtig, das allererste, was ich überhaupt jemanden frage, wenn sie mal anrufen, sie wollen Seelsorge haben, ich weiß nicht, wer sie sind. Ich weiß, ich muss auf den Punkt kommen.
Ich frage sie, ja, wo gehst du in die Gemeinde? Wo ist deine Familie? Und sehr oft höre ich, ja, ich habe keine. Oder sie sagen mir, ich gehe in die. Dann sage ich, ja, dann rufe ich mal dort mal schnell an, den Pastor, um mit ihm zu reden. Nein, nein, er kennt mich nicht. Okay, ja, deine Gemeinde vielleicht so groß, das ist ja möglich, oder? Dass der Pastor nicht unbedingt jeden kennen kann. Aber der hat ja auch andere Pastoren oder andere Leiter in der Gemeinde, der die Leute kennt. Ja, wo gehst du dann in eine Kleingruppe? Ja, ich gehe in diese. Ja, also gib mir den Namen von deiner Kleingruppe, dann rufe ich den an. Ja, mit dem so darfst du auch nicht reden. Ja, ja, eben, ich merke schon, in welche Richtung das es geht. Es sind manchmal Leute, die von Ort zu Ort und nie aus ihren Problemen herauskommen, weil sie sich nicht eingliedern, wie Jesus Gemeinde bauen wird. Wir sind nicht geschaffen worden, um ein Einzelgängertum zu überleben. Der Teufel wird dich, wie eben das Bild von einer Herde und einem Hirten hier genommen wird, der Teufel wird dich abpflücken, wird dich zerfleischen und zerreißen. Ja, aber ich habe es mit mir selber gut, aber mit anderen Leuten habe ich Probleme. Ich liebe das Haupt, den Herrn Jesus, aber mit seiner Gemeinde habe ich Mühe. Ja. So wie der eine Pastor, der sagt, ja, ich liebe die Gemeinde, es sind nur die Menschen, die ich nicht ausstehen kann. Das geht nicht. Es geht um Familie. Es ist ja nicht immer einfach. Und ich beruhige mich immer dann, wenn mich Menschen irgendwo wieder mal ärgern oder sonst was. Ich sage, Herr, das sind deine Schafe, Herr. Du bist der Oberhirte, ich bin nur der Unterhirte. Du musst dich mit dem Ganzen abgeben. Es kann ja nur Gott sein, der das irgendwie schaffen wird, dass der Himmel mit all uns komischen Menschen, die es in Gemeinden gibt, weltweit. Es kann ja nur Gott sein, der den Himmel zu einem Himmel machen kann. Amen. Dann sage ich dir nicht, wo meine Hausnummer ist im Himmel. Ja. Ich halte es geheim. Sage es nur den Leuten, die ich bei mir zu Besuch haben will. Er sagt hier, er hat die Gemeinde erkauft. Nicht einfach nur den Einzelnen. Versteht ihr? Es ging ihm immer um eine Gemeinschaft mit mehreren. Deswegen heißt auch das Abendmahl der Tisch des Herrn. Ist jeder eingeladen? Kannst du nicht sagen, nein, 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 du darfst nicht an den Tisch sitzen. Ich kann dich nicht ausstehen. Sitz bitte woanders hin. Ist nicht immer einfach. Aber wir müssen verstehen, wir verstehen auch nicht alles, was irgendein Mensch auch durchgemacht hat. Manchmal brauchen wir so ein bisschen, ja, einfach, dass wir lieben die Person nicht, weil sie liebenswürdig sind irgendwie. Ich liebe sie, Herr, weil du sie liebst. Sie sind Familie. Sie sind Familie, sind einfach Familie. Was soll's? Sie gehören zur Familie. Ja. Ja, no. Er sagt hier, also über die der Heilige Geist euch zu Aufsehern eingesetzt hat. Also der Heilige Geist hat einen Plan. Er hat Aufseher gesetzt. Wer sind wir dann zu sagen, ja, Herr, nein, nein, ich gang einfach woanders hin, aber ich schaue dann nur über den Livestream, ja. Ich denke, all die nur Livestream-Gottesdienste nur schauen, gut, ich meine, es gibt vielleicht einen Grund, wenn du irgendwo in der Antarktika wohnst, nur Pinguine zu deiner Gemeinschaft hast, irgendwo auf einer Außenstation für irgendeine Wetterfirma arbeitest, okay, das ist ein Unterschied. Aber sonst, ja, weißt du, ich habe immer so den Frieden, wenn ich Livestream schaue. Da kann mir niemand reinreden. Und ich kann hier den Peter abschalten, wenn ich ihn nicht mehr mag. Oder kann ich wieder einschalten. Kann ich alles machen. Oder stillschalten. Ja, mein Lieber, pass auf. Ich weiß nicht, ob es so sein wird. Aber es kann ja sein, dass wenn wir in den Himmel ankommen, dass es dann irgendwo Petrus steht vorne an der Pforte und empfängt dich und fragt, bist du ein Livestreamer oder nicht? Ja, alle Livestreamer da drüben, ihr habt alles über den Großbildschirm und die anderen dürfen direkt ja in den Thronsaal gehen. Ja, ja, ich weiß nicht. Weiß nicht. Overflow. Nein, nein. Also, er sagt hier, über die der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten. Zu hüten.
Die Gemeinde muss gehütet werden. Warum? Er sagt hier auch weiter in Vers 29, ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe, nicht nur Wölfe, grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Also er sagt es hier, der Teufel will alles dran setzen, dich aus der Gemeinschaft der Gläubigen herauszuholen. Indem, dass er dir schwierige Leute über den Weg bringt, wo du nicht ausstehen kannst. Irgendjemand sagt irgendwas, was er nicht hätte sagen sollen. Irgendetwas passt dir nicht. Jeder hat irgendwas auszusetzen. Ja? Ich habe mal so, kann sie wieder mal lesen, schon lange her, haben also dieses gefunden. Es gab eine Gemeinde, die hat dann, weil es so viele Ausreden gab, warum Leute nicht in den Gottesdienst kommen wollten, hat er einen keine Ausreden mehr Sonntag gemacht. So wurde es publiziert. Keine Ausreden mehr Sonntag. Und so hat es so publiziert, damit jeder diesen Sonntag in den Gottesdienst kommen kann, werden wir einen keine Ausreden mehr Sonntagsgottesdienst anbieten. Und zwar, Feldbetten werden im Foyer aufgestellt. Für die, die sonst sonntags ausschlafen. Ein besonderer Bereich wird auch mit Liegestühlen ausgestattet sein, falls die üblichen Stühle dir zu hart sind. Augentropfen stehen zur Verfügung für müde Augen, vom Spätabends Fernsehen schauen, sowie auch Koffeintabletten für die Nachtschwärme. Decken gibt es für die, denen es zu kalt ist, und Mützen mit eingebauten Ventilatoren, für die es zu heiß ist. Durch eine geheime Abstimmung werden die Heuchler identifiziert und am Schluss des Gottesdienstes zur Buße nach vorne gebeten. Auch Stoppschilder werden verteilt, falls einem das Opferwort zu lang geht. Familienfreunde sind auch eingeladen, damit das Essen nicht schon um 12 Uhr serviert werden muss. Ein Bereich des Saals wird mit Bäumen und Gras bepflanzt sein, für diejenigen, die Gott gerne in der Natur begegnen. Das ist so ein bisschen da weiter hinten irgendwo, ja. Auch Ärzte und Krankenschwestern sind zugegen, falls man vorhat, am Sonntag krank zu sein. Die Bühne wird mit Weihnachtssterne und Osterlilien dekoriert sein, für die, die einen Gottesdienstraum nie ohne gesehen haben. Es gibt auch Hörgeräte, falls man den Prediger nicht hören kann, und Ohrstöpsel für die, denen es zu laut ist. Per SMS-Abstimmung kann man auch vorgängig die Lieder der Lobpreis-Hitparade mitbestimmen. Tja. Sollte es noch andere Ausreden geben, warum du nicht kommen kannst, lass es uns bitte wissen. Wir kommen gerne jedem Wunsch entgegen. Wir hoffen, dich am nächsten keine Ausreden mehr Sonntag zu sehen. Ja, das ist ja gut, ne? Weißt du, man muss sich immer wieder überlegen, warum gehört man zu einer Gemeinde, warum geht man auch in einen Gottesdienst? Ich gehe nicht einmal nur um den anderen Leute wegen, sondern ich gehe für den Herrn. Der Herr will sein Volk begegnen, will zu seinem Volk auch reden, ja, in den Gottesdiensten. Es gibt etwas, was du in einem lebendigen Gottesdienst, also das lebendig meine ich jetzt, dass lebendige Menschen da sind, in einem lebendigen Gottesdienst erleben kannst, dass du nicht anders erleben wirst. Deswegen sieht man auch hier, und du kannst ungefähr 2/3 der Aufforderungen, die man als Christ hat, kannst du gar nicht ausleben, wenn du nicht zu einer Gemeinschaft gehörst. In der heutigen Zeit ist großer Angriff auf Gemeinde. Es gibt verschiedene Gruppen, die zum Teil auch mächtig wachsen, weil sie sagen, ja, wir sind keine Gemeinde. Gemeinde ist schlecht, Gemeinde ist organisiert. Haben wir nicht gerade gelesen? Der Heilige Geist setzt Aufseher ein. Etwas zu organisieren ist ja gar nicht schlecht. Paulus hat den ganzen Kapitel geschrieben zu der Korinther-Gemeinde, als er sagte, in euren Gottesdiensten geht alles so ein bisschen Tohu Wabohu, mit den Zungenreden, alles darüber und drüber. Er hat gesagt, aber alles, komm, ich sage euch, wie man das so macht, damit alles ein bisschen eine Ordnung hat und in Anstand auch geschehen kann. Aber es ist große Gefahr heutzutage. Ja, du brauchst keine Gemeinde mehr. Du brauchst keinen Pastor. Aber wie, wenn es eine Herde gibt ohne einen Hirten?
Ja, der Oberhirte ist mein Hirte. Ja, wer hat dich direkt unter den Oberhirten gesetzt? Wenn der Oberhirte Unterhirten setzt, wer bist du zu sagen, nein, ich will zum Oberhirten? Ich frage einfach. Und das sind die Dinge, wo wir in einer Gesellschaft leben, welche so individualistisch ist. Es gibt Rivella Rot. Ganz früher gab es nur Rivella Rot, dann kam Blau raus. Jetzt gibt es Grün. Es gibt Gelb. Es gibt Violett. In der Zwischenzeit gibt es noch eine. Orange gibt es auch noch jetzt. Also warum? Weil jeder braucht einfach seinen Rivella, oder? Wie gesagt, wir machen die Feldbetten da drüben und da sind dann die Liegestühle und man muss sich irgendwo anpassen. Man lernt miteinander eigentlich einen gemeinsamen Weg zu gehen, weil der Heilige Geist will etwas in unserem Leben tun. Und der Teufel will, wie es heißt, Wölfe sind geschickt vom Teufel, um uns eigentlich abzuhalten, dass wir in dem wachsen können. Die Leute nach sich abziehen. Gehen wir zum 2. Timotheus Kapitel 4. Paulus schreibt hier an den Timotheus. Zweiten Timotheus Kapitel 4, Vers 1, es heißt, ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich, predige das Wort. Wisst ihr was, das muss am ersten Stelle sehen. Nicht gesagt, predige einfach, was du denkst, was so nett und gut ist. Predige das Wort. Hallo? Ja? Das Wort Gottes. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man heutzutage in YouTube, ich meine, es hat großen Vorteil, oder? Für das Gute, das rausgeht. Aber weißt du, es gibt so viel Unfug. So viel Unsinn. So viele Dinge, wo man aufpassen muss, ja, dass man nicht auf Abwägen dadurch auch kommt. Es ist die Summe des Wortes, heißt es, ist Wahrheit. Und man braucht eine Gemeinde, wo man einfach weiß, ja, das ist auf solidem Boden gebaut. Nun, keine Gemeinde ist vollkommen. Aber Jesus muss immer im Zentrum bleiben. Jesus muss immer im Zentrum sein. Jesus selber hat gesagt, der Heilige Geist, wenn er kommt, er wird nicht von sich selber reden, sondern das, was er hören wird, wird er reden. Auch Jesus hat gesagt, ich rede das, was ich sage, nicht von mir selbst, sondern das, was mir der Vater sagt. Also, in anderen Worten, Jesus muss immer im Mittelpunkt sein. Die haben niemals irgendjemand, die haben immer den anderen in den Mittelpunkt gestellt. Der Heilige Geist, Jesus, Jesus, den Vater. Er stand im Mittelpunkt. Jesus muss im Mittelpunkt stehen von allem. Und heutzutage, natürlich, oder? In den letzten Tagen wird es ja viele übernatürliche Dinge geben, aber nur weil jetzt einer daherkommt und was weiß ich, für Wunder vollbringt und Wunder tut, das heißt noch lange nichts. Jesus hat gesagt, ihr werdet sie an ihrer Frucht erkennen. Was heißt das? Wunder und Zeichen ist nicht Frucht. Frucht heißt, wenn man eine Frucht hat, ja gut, heutzutage nicht mit der Genmanipulation. Heute macht man ja Früchte, die man ja nicht wieder den Samen entnehmen kann, um wieder Früchte zu machen. Ne? So, man muss immer wieder was Neues kaufen. Aber eigentlich eine Frucht ist dafür gedacht, dass man eigentlich den Samen von der Frucht nehmen kann und wieder pflanzen. Also es vermehrt sich, und zwar etwas Positives vermehrt sich. Das ist ganz wichtig. Die Frucht, was ist geblieben nach dem Ganzen? Und es gibt viele, die eben, wie ich schon gesagt habe, ob Leute für Seelsorge anrufen oder sonst irgendein Diener Gottes daherkommt, ich will wissen, wo bist du eingebunden? Wo ist deine Familie? Wo gehörst du hin? Wer redet in dein Leben? Das ist ganz wichtig. Es gibt gewisse Leute, die sind direkt unter Gott. Und nur Gott und sie. Und dann alle anderen. Aber jeder von uns, ob man Pastor, Apostel, egal wer man ist, man braucht andere Menschen, die in dein Leben hineinreden. Auch Paulus selbst. Man hätte sagen können, er hat Offenbarung gehabt von Jesus persönlich, der ihm die Offenbarung der Gnade gegeben hat. Zwei Drittel des Neuen Testamentes geschrieben. Aber selbst Paulus
Paulus, ihm war es wichtig, ein Teil der Gemeinschaft zu sein. Er selber war es ihm wichtig, wenn man im Galaterbrief Kapitel 2 liest, als er anfing, etwas zu predigen, wo das neu war zu der damaligen Zeit. Er sagt hier in Vers 1, darauf, nach 14 Jahren zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber eine Offenbarung zufolge hinauf und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige, den Angesehenen aber besonders, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Er hat zugegeben, dass in Jerusalem die Angesehenen, das war Jakobus, der Bruder des Herrn, er brachte ihnen, legte es ihnen vor. Hey, das ist, was ich predige. Was denkt ihr darüber? Und man kann in Apostelgeschichte 15 lesen, wie sie darüber gesprochen haben und die Tür aufgemacht haben, dass die Nationen das Wort Gottes oder Errettung nehmen kann, ohne dass sie die Gesetze Moses halten müssen. Die ganzen Reinigungsgesetze und so weiter und so fort. Auch Paulus selbst. Man muss eingebunden sein. Jesus baut seine Gemeinde, er baut Familie. Das heißt, man ist da füreinander. Auch meine Kids, wo die Teenager waren, die haben nicht immer alles so gemacht, wie ich es gerne gehabt habe. Einmal hat unser ältester Sohn, oder? Wir hatten früher in diesem Gebäude, hatten wir im sechsten Stock, hatten wir Räumlichkeiten. Weiß nicht, wer sich daran erinnern mag. Bevor wir da drüben waren, sechsten Stock, wunderschöne Terrasse, wir haben manchmal auch einen Grill da oben gemacht. Und einmal hatte unser ältester Sohn, ich weiß nicht, wie alt das er war, vielleicht ja, knapp 10 oder sowas. Ja, die haben gedacht, es wäre mal interessant, die haben einen Luftballon dann gefüllt mit Wasser und drüber einmal herunterfallen lassen. Leider war ein Auto drunter, so eine Delle drin. So eine Delle. Der Sohn des Pastors hat's gemacht. Hey, die sind ja auch nur Kinder. Was die manchmal erdulden mussten, das war nicht einfach für meine Kids, muss man schon verstehen. Das war nicht einfach. Warum? Man meint es ja gut, aber man denkt immer, und natürlich man selber ist auch ein bisschen unter Druck, ja, ihr seid die Kinder des Pastors, ihr müsst ja Engellein sein immer. Waren sie nicht. Aber sie sind immer meine Kinder gewesen. Auch wenn sie Gutes, auch wenn sie Schlechtes gemacht haben. Ich war da für sie, um sie zu unterstützen, um sie zurechtzuweisen, sie zu ermutigen, sie zu ermahnen, was auch immer dran war. Darum braucht man Gemeinde. Und wenn du deine ganzen Gefühle auf der Haut trägst, und wenn irgendjemand irgendwas sagt, du sagst, ja, also da gang ich jetzt nicht mehr hin. Oder der Pastor ist an mir vorbeigedüst, hat mir nicht einmal Heu gesagt. Ja, vielleicht muss ich nach vorne kommen, weil ich etwas erledigen muss. Und wenn ich jetzt 10 Leuten Heu sage auf dem Weg dahin, dann schaffe ich es nicht. Deswegen bin ich ein bisschen, oder? Fokussiert. Es tut mir leid manchmal, dass es so ist. Aber es ist nicht böse gemeint. Ja, der Pastor hat mich nicht angesehen, hat mir die Hand nicht gegeben. Ich komme da nie mehr wieder hin. Da muss man wissen, wo hat der Herr dich hingesetzt? Wo ist deine Gemeinde? Weil der Teufel wird alles dran setzen, um dir Ärgernisse zu machen, Ärgernisse zu geben, dass du dann, sagst, ich brauche keine Gemeinde. Meine Gemeinde ist zu Hause über YouTube. Wie eine Frau, die vor Jahren einmal zu Kenneth Copeland kam und hat ihn begrüßt. Oh, endlich! Sie kennen mich doch, ich höre alle ihre CDs. Keine Ahnung. Gemeinde ist etwas Kostbares, etwas Wertvolles, etwas Schönes, etwas Herausforderndes. Ja. Gemeinde. Gehen wir mir zum 1. Petrus Kapitel 5 hier. Er spricht Petrus die Gemeinde an. Er sagt hier in Vers 1, die Ältesten unter euch nun ermahne ich als Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, wie bei euch ist. Das ist ein Auftrag, eine Aufgabe, die Gott
Gewissen gegeben hat. Das ist nicht eine Aufgabe, die mehr belohnt wird als andere. Jeder von uns hat eine Aufgabe im Leib. Paulus zeigt es auf später. Er hat es aufgezeigt. Auch der kleine Finger ist wichtig am Körper. Wie willst du sonst deine Ohren, ja, durchputzen? Jeden Teil, jedes Glied, den wir haben. Versuch mal ohne deine Zehen, schlag mal deine Zehe an, deine kleine Zehe und versuch dann zu gehen. Das ist furchtbar. Kleine Zehe, ich brauche dich. Jeder von uns hat eine wichtige Aufgabe. Es ist nicht eine Aufgabe, es ist wichtiger als die andere, weil jeden braucht man. Aber Jesus baut seine Gemeinde, hat er gesagt. Wenn man sagt bauen, dann ist es nicht einfach nur, man wirft einmal die Lego auf den Boden und sagt, schau mal, was ich gebaut habe. Also nicht gebaut. Bauen heißt, dass man mit Voraussicht etwas zusammenstellt. Nicht einmal nur die Kiste ausleeren. Also Jesus hat uns nicht einfach nur gerettet, uns alle, in eine Kiste getan und schüttelt uns aus und sagt, das ist meine Gemeinde. Und alle liegen so drüber und drüber. Nein, er hat uns aus Leib auch geschaffen. Kopf hier oben. Oder ist bei irgendjemand der Kopf auf dem Rücken? Irgendjemand, wo das passiert ist, Kopf auf dem Rücken? Oder Hände aus Füße und Füße aus Hände? Nein. Hat überlegt, als er den Menschen schuf, wie er ihn geschaffen hat und welche Art und Weise. Genauso wie Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Er hat einen gewissen Weg, wie er Gemeinde baut. Ich bin nicht derjenige, der ihm vorschreiben kann, wie. Und er sagt, als Älteste und Mitälteste und Teilhabe der Herrlichkeit, die offenbart werden, er hütet die Herde Gottes. Er bringt wieder das Bild von einer Herde, von Pastoren, von Hirten, die eben auch da sind, um die Herde zu hüten, wie Jesus dem Petrus gesagt hat, füttere meine Schafe, hüte sie, ernähre sie, weide sie, hat er ihm gesagt. Dann sagt er im Vers 2 weiter, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, das ist die andere Seite, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht aus die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte, wenn es einen Oberhirten gibt, dann gibt es Unterhirten, und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unvergänglichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Was sagt ihr hier? Hier ist die andere Seite. Wo viel Leid geschehen ist, im Namen Christi, im Namen Jesus, in Gemeinden, wo eben die Aufsicht, die Übersicht, die Hirten, die Pastoren, die Leiter, wie man sie auch immer nennt, die Gemeinde missbraucht haben, zum Eigennutz, aus Gewinnsucht. Das ist falsch. Das geschah damals, das geschieht auch heute noch. Gott wird sie zur Rechenschaft ziehen. Aber das ist kein Grund zu sagen, ja, ich habe es mal einmal falsch erlebt, deswegen werde ich niemals irgendwo wieder in eine Gemeinde gehen. Das ist wie wenn man das Kind mit dem Badewasser ausschüttet. Es ist Gottes Plan. Man braucht Gemeinde. Eine Gemeinde braucht dich. Und wie er hier auch sagt, dass ihr nicht über die, wie heißt es hier, gottgemäß auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig nicht aus die, die über ihren Bereich herrschen. Der Herr hat gewisse Bereiche zugeteilt, Aufseher gesetzt, Gemeinden gegeben. Und es braucht Hirten. Ich kann es nicht verstehen, Leute, weil sie einfach nicht eine Gemeinde sein wollen, aber sie vollbringen den Dienst als Hirten. Sagen, nein, ich bin kein Hirte, ich will keine Hirte sein. Du kannst nicht sagen, ich habe eine Gruppe bei mir, die führe ich, die leite ich, aber ich bin kein Pastor. Ja, wenn du kein Pastor bist, dann solltest du sie nicht alleine führen. Dann bist du ein Wilder. Ein Wilderer. Der Herr hat Wege, der Herr weiß, wie er Gemeinde führt und er will, dass man als Familie miteinander unterwegs ist, dass man weiß, man kann sich aufeinander verlassen, dass man da ist füreinander. Und wenn ich hier zum Abschluss auf ein paar Verse hier komme, in Titus Kapitel 1, Titus, der Troubleshooter von Paulus,
Weil die Gemeinden haben immer wieder so Schwierigkeiten auch schon damals gehabt. Und wenn es da Schwierigkeiten gab, dann hat oftmals Paulus hat den Titus dann geschickt, der dann die Sache in Ordnung gebracht hat. Aber er schreibt jetzt diesen Brief an Titus, ihn zu ermutigen. Er ist in Kreta, gerade um die Gemeinden wieder auf Trab zu bringen, wo es nicht ganz einfach ist. Er sagt ja zum Beispiel in Vers 10, oder? Er schreibt ihm, denn es gibt viele Aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser umkehren, indem sie um schändlichen Gewinnes willen lehren, was sie nicht geziemt. Also, du musst verstehen, Paulus redet mit dem Titus, oder? Das sind Kollegen im Dienst, oder? Er sagt, jetzt bist du in Kreta, du musst da schauen, dass du die Sache in Ordnung bringst. Aber die Kreta sind nicht so ganz einfache Leute, ja. Und er redet nicht um den Brei herum, macht es ziemlich klar und deutlich, oder? Aber schau mal, wie Paulus, und auf diese Vers möchte ich eingehen hier zum Schluss, Paulus hier den Titus anschreibt. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Das steht sehr viel in diesen Versen. Und einmal das Erste, was er hier sagt, Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel. Er war zuerst ein Knecht, ein Diener, und dann war er Apostel. Achtet auf diejenigen, die sich zuallererst als großen Apostel hinstellen wollen und erst nachher als Diener. Paulus sagt, ich bin zuerst ein Diener. Und dann bin ich gesetzt als ein Apostel der Gemeinde. Und das zeigt er auch durch sein Leben. Das Zweite sagt er hier, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes, nicht nach seinem eigenen Lehren und Gutdünken, sondern sein Glaube stützt sich auch mit dem Glauben von den Auserwählten, wie er nach Jerusalem ging und hat ihnen vorgelegt, was er lehrt. Es gibt Leute, die heutzutage Dinge lehren, also mein Lieber, ist sehr furchtbar. Steht Jesus im Mittelpunkt. Zeichen und Wunder, ja. Preis dem Herrn, Gott kann Zeichen tun. Aber eben, die Sache ist, die ist Jesus im Mittelpunkt. Wo steht Jesus? Und das Dritte, was er hier sagt, und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist. Erkenntnis der Wahrheit. Die Wahrheit ist immer verbunden mit Gottseligkeit, mit einem Leben, das Gott wohlgefällig ist, das Gott dient. Ein Leben in Heiligkeit vor Gott ist. Ich kann dir nicht sagen, wie oft ich es erlebt habe, wie Leute über die Jahre gekommen sind und gesagt haben, ja, weißt du, mein Fall ist ein bisschen anders. Gott will, dass ich mich scheide von meiner Frau und mit dieser anderen Frau zusammenziehe, weil wir sind füreinander wirklich bestimmt. Aber das widerspricht alles, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Du sollst kämpfen um deine Ehe. Du sollst kämpfen, alles tun, was du nur tun kannst. Dass am Schluss, du hast dein Allermögliches gemacht. Und trotzdem kann es dazu kommen, dass Ehen auseinandergehen. Das ist tragisch. Aber das ist nicht Gottes Plan und Gottes Weg. Er sagte, die Wahrheit, welches nach Gottseligkeit ist. Ja, weißt du, Gott hat die Frauen extra so schön gemacht und hat mir einen sexuellen Trieb so gegeben. Deswegen ist es ja göttlich vor ihm, wenn ich jetzt mit einer Prostituierten zusammen schlafe, indem ich einfach diese außereheliche Beziehung habe. Gott weiß doch, weißt du, du kannst ja alles einreden. Aber Paulus hat gesagt, predige das Wort. Deswegen braucht man Gemeinde. Ja, ich will mir nichts sagen lassen von Leuten. Ich will leben, wie ich will. Ja, das kannst du auch. Ist dir gegeben. Aber dann mach dir nichts vor und sag nicht, dass du Jesus als deinen Herrn dienst. Du kannst leben, wie du willst. Gott wird niemanden zwingen, irgendwas zu tun. Du musst dich selber entscheiden. Aber das Schöne hier, was er hier sagt am Schluss, dass er auch hier, es heißt, in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Gott lügt nicht. Gott hat das ewige Leben verheißen. Ich weiß nicht, wie es du hast, aber ich will Gott dienen. Ich will auch ihm wohlgefallen. Ich will nicht nur eine Versicherung abschließen, dass wenn ich sterbe, ich komme in den Himmel. Das genügt mir nicht.
Ich will mit dem Herrn unterwegs sein. Ich will mit Gott wandeln. Ich will ihn mit jedem Tag mehr und mehr kennenlernen. Ihn mehr und mehr durch mein Leben leben lassen. Wie Paulus sagte, ja, dass es Christus ist, der in mir lebt. Das ist mein Ziel. Ich will ihm dienen, nicht der Sünde. Nicht schauen, wie weit kann ich noch in der Sünde leben und dennoch ja, es in den Himmel schaffen. Wie Leute mir schon gesagt haben, ja, weißt du, du bist ein Pastor. Du musst heilig leben. Ich aber kann mir einiges leisten. Vergiss es. Weil wem du dienst, dem bist du als Sklave hingegeben. Und er wird dein Leben beherrschen. Aber die Hoffnung der Ewigkeit, des ewigen Lebens hat er uns gegeben. Die Erwartung des ewigen Lebens, das ist das Schöne. Lass uns aufstehen miteinander. Lieber Herr, ich danke dir diesem heutigen Morgen, Herr. Mögen wir erkennen, dass du Familie haben möchtest, Herr. Und Familie heißt auch guten und schwierigen und allerlei Situationen, Herr, miteinander gemeinsam zu bauen, Herr. Gemeinsam, Herr, miteinander das Reich Gottes, Herr, in deinem Sinne zu bauen, so wie du es uns auch zeigst, Herr. Sprich in unser Herz nach diesem heutigen Morgen. Und jeder Einzelne, der hier ist, Herr, mögen sie erkennen, dass du sie über alles liebst, Herr. Sie niemals verlassen noch versäumen wirst, Herr. In allen Stücken, die sie unter die Arme greifen möchtest, ihnen helfen möchtest, heilen, befreien, erfüllen mit dem Heiligen Geist, Herr. Aber auch wir stehen hier und wollen dir von Herzen her dienen, Herr. Wir verneigen uns vor deiner Allmacht, vor deiner Größe, vor deiner Herrlichkeit, Herr, wer du bist. Herr, vergib uns, wenn wir einfach dich irgendwo so einfach als Anhängsel gebraucht haben, nur in Zeiten der Not, dann rennen wir zu dir, Herr. Herr, denn du willst unser ganzes Herz haben. Herr, wir wollen dir folgen, deinem Worte an erste Stelle setzen, Herr. Und das erkennen, was dir wohlgefällt und so auch leben, Herr, dass es in deinem Sinne ist, Jesus.